fahren wir da unten aber gleich links. Machen wir nicht die ganz große Tour, ja, ne? Ja, ja, vor allem. Käfer, Baujahr 96, uns mal vorzunehmen, was dazu zu erzählen. Und man sieht schon, dass er schon etwas anders aussieht wie die Käfer in den Baujahren davor. Sieht aber heute, wie gesagt, etwas anders. Wie bei jedem Kunden wird das Fahrzeug bei der Annahme erstmal gesichtet und eine Probefahrt durchgeführt. So, da sehen wir schon den 1,6 Liter Käfermotor. Und da sieht man schon die erste Änderung zum normal älteren Käfermotor, nämlich die Zündspule. Die ist schon eine Zündsteuereinheit und somit jetzt schon komplett kontaktlos und ja, servicefrei. Oder nahezu servicefrei. Ja. Und dieser Motor wird noch öfter für Gesprächsstoff sorgen. So ein Jungspund wie mein Käfer ist nicht oft zu Gast bei der Firma Bayer. So, dann werden wir mal laufen lassen. Mal sehen, wie der Leerlauf im kalten Zustand ist. Die Bremse noch ist okay, die Bremsleistung ist gut. Ich kann euch hier schon meine Liste abhaken. Das ist nicht das Thema. Kupplung ist auch okay, passt auch. Vielleicht ist was das Kupplungsleerspiel, kann man ein bisschen verringern. Schaltung ist auch okay, so weiter. Doch es funktioniert. Drehzahlmesser ist gespart worden. Genau, den gibt es nicht. Ne? Ja. So, was mir noch auffallen ist, ist halt, ja, der Motor ist halt ein bisschen träg. Hat nicht so viel Leistung, wenn man so jetzt im unteren, mittleren Drehzahlbereich etwas beschleunigen will, dann sagt er sich, ist halt ein Käfer, er krabbelt halt etwas langsamer. Ne? Genau. Es ist halt kein Turnierkrokodil, die beschleunigen schneller. Das ist wahr. Bei der Sichtung wird eine von der Firma Bayer standardisierte Checkliste abgearbeitet, dem sogenannten Annahmeprotokoll. Licht vorne geht. Einfach linker machen. Licht geht. Okay. Jetzt rechts. Okay. Nochmal Blinker. Ja. Ja, okay. Anblinkanlage. Licht, ja, passt. Ja, passt. Okay. So, jetzt fahre ich aber von nach rüben, damit wir ein bisschen schneller gefahren sind.
Hat jemand mein Handy? Oder haben wir das noch? Hat jemand mein Handy? Wie durch ein Wunder war das Handy noch immer auf der Stoßstange. Wir hatten es dort zur Tonaufnahme hingelegt und waren schon einige Minuten gefahren. Puh, nochmal Glück gehabt. So können wir den Weg zurück zur Werkstatt fortsetzen.